Der Mödlinger Fasching im neuen Jahr wurde auch heuer wieder feierlich mit dem Herzogball im familiären Ambiente des Mödlinger Volksheimes begangen. Diesmal nicht nur von vielen Abordnungen der niederösterreichischen Faschingsgilden besucht, sondern auch von einer starken Delegation des Karnevalvereins aus der deutschen Partnerstadt Offenbach. Was kann man zum Ball heute sagen? Zum Herzogball, also es ist immer die Balleröffnung in Raum Mödling eigentlich. Es ist der Eröffnungsball und nachher kommen die allen anderen Bälle, Wirtschaft vom Ball, Unionball und halt dann herum. Oh, Herzog! Nach der Faschingslange Ruhe. Ja, der Herzogball wäre ohne Fanfarenzug sicher eine sehr schöne Veranstaltung, aber der Fanfarenzug, da bringt ja das richtige Flair zu dem ganzen Herzogball auf. Ich würde sogar behaupten, dass der Mödlinger Förderungsverein die Mutter des niederösterreichischen Faschings darstellt. Vor 40 Jahren, wir feiern ja heuer ein rundes Jubiläum, wurde der Förderungsverein ins Leben gerufen von engagierten Damen und Herren aus der Stadt Mödling. Ein Herzogspaar, das Land regiert. Mal ist's vom Tal, mal von der Höhe. Heuer rufen wir... Und dieser Ruf des Mödlinger Faschings ist natürlich weit über die Grenzen der Stadt hinausgewachsen. Und wenn wir heute auf zahlreiche niederösterreichische Faschingsgilden blicken können, dann wissen wir, dass wir eigentlich hier mit Geburtshelfer waren. Und diese 40 Jahre Mödlinger Fasching mit dem Förderungsverein gehört selbstverständlich zelebriert. Ja.